So, zurück zur Rune. Ich brauche drei Äxte. Die brauchen eben auch Strom, ne? Also werde ich einfach ein Stromkabel hier hinlegen. Wo haben wir noch Stromkabel? Also in dem Fall Redstone-Kabel da. Ich hab noch eins. Ja. Ob das ist ja fast ansatzweise zu wenig. Okay, schon blöd. Ja, ich brauche eine ganze Menge, weil ich ja über die Kurve arbeiten muss, leider. Da hinten in die Ecke rein. Hier ist Leadstone, witzigerweise. Leadstone Energy Conduit, haben wir noch 6 genau, Stück. Was war das jetzt? Aha. Gold und Redstone Reception Calls. Eine Redstone Reception Call liegt hier noch in der Kiste. Ja, ich brauch 3 davon. Okay, aber eine hast du noch, das kann ich ja schon Bescheid sagen, wenigstens. Ist gut, ich mach die jetzt alle neu. Wir haben doch jetzt eigentlich Nether Quartz bekommen, oder? Nee. Nein. Nee. Nether Quartz wollte ich abbauen, hat mich umgebracht fast. Okay. Nether Quartz ist böse. Deswegen arbeiten wir hier momentan an Laser. Aber du hast ja natürlich jetzt eine sichere Haltestelle im Nether, also kannst du sehr gerne welchen abbauen. Ich überlege gerade mit so einer Magma Potion reinzugehen. Das könnte dich sogar. Ja, das könntest du sogar schaffen. Magma Potion und deine Battle Axe, das schaffst du ziemlich gut, ja. Und du hast aber noch Stahlrüstung. Notfalls, ich weiß nicht, willst du meine Fire. Ne, brauchst du ja nicht mehr. Hast du dann ja einen Trank, genau. Ich guck bloß noch, ob ich meine Axt vielleicht verbessern kann. Womit? Die Dinger brauche ich auch noch. Ich weiß nicht. Gib mir die Axt mal kurz her. Das ist in der Forge. Okay. Komm mir mal kurz an. Warte mal kurz. Wie wär's damit? Ach, wieso geht das bei dir nicht? Wahrscheinlich, weil ich keinen Modifier frei habe. Du hast keinen Modifier mehr frei, nein. Die ist auch erst der Custom, meine Güte, komm. Ja. Du gehst damit jetzt gefälligst da unten Mobs schlachten, bis die auf Master ist. Halt, Moment. Ja, dann klaue sie mir nicht. Jetzt, wo die Mobs gerade da sind, würde mich interessieren, ob das funktioniert. So. Brauche ich aber normale Bäume. Nee, ist nicht ein Battle Axe? Kannst du damit nicht? Nee, das ist Baum. Battle Axe hat immer noch Baum? Boah, du kannst einfach so Holz platzieren und abbauen, das geht auch. Ja, aber Holz platzieren dauert länger als mit Hall of Growth wachsen zu lassen. Achso, ja, die Wachstums habe ich hier hinter dir, liegt auf dem Boden. Okay, danke. Wir haben nicht Iridium-Erz, aber das bringt uns auch nichts. Absolut nichts, ne. Weil wir keinen Gastwirtschaft haben. Eben. Nein, mit Tag geht's geil. Nein. Oh doch, auf jeden Fall. Und jetzt regnet es hier auf meine U-Bahn, das ist doch scheiße. Und mein Minecraft hackt sich schon wieder auf, mal gucken. Immer noch kein pinker Schleim. Vielleicht kriegt man den hier wirklich anders irgendwie. Kannst du normale Schleim spawnen? Vielleicht geht's dann mit denen. Ne, normale Schleim kann ich nicht spawnen. Also was ich weiß, ist, dass man mit Milch und Wasser in den Barrels Schleim kriegt. Normalen, pinker Schleim? Ja, genau, normalen. Pinken Schleim kannst du nicht machen. Pinker Schleim ist nur eine Flüssigkeit, den hast du nicht als Feststoff. Ja, doch. Und das nur gedroppt von pinken Schleim eben. Jo, das stimmt. Ja, aber vielleicht kriegt man durch normale eben diesen pinken Schleim. Das kann sein, dass du dann normale grinden musst. Dort haben. Moment, da kam jetzt gerade Pink Slime raus. Nice. Oh, cool. Wahrscheinlich nicht viel, ne? So 10 Millibuckets oder sowas. Weiß ich nicht, muss ich sehen. Au.
Kann man den Tank nicht irgendwie ausleeren? Wieso ist hier eine Spinne? Weil hier alles Mögliche ist. Warum? Weil es geht. Sollen wir einfach schnell schlafen? Ach, geht ja nicht, ne? Jo. Wieso ist hier ein Hühnchen? Soll ich das umbringen? Nein, will ich nicht. Oder soll ich es einfach umbringen? Nee, nee, lass mal. Weil ich kann's ruhig, haben wir so viel davon. Gut. Oh, hier fließt die Milch runter. Nein, das sollte so nicht sein eigentlich. Das Land, wo Milch und Honig fließen, ne? Ich brauche nur noch flüssigen Honig. Oh, das ist jetzt aber doof. Hast du dir da ein Auto dafür gemacht oder machst du das gerade manuell? Manuell noch. Ich überlege mir aber, ob ich so ein Auto dafür mache. Zeig mal, wie viel hat deine Axt jetzt schon? Die Hälfte. Immer noch auf dem selben Custom Level, oder? Hm, 334 jetzt. Ah. Ja, ich hol mir noch ein Stack Saplings und dann mach ich ein Auto. So ein normales Schwert, ne? So. Also meine Bratpfanne hat immer 240 gekostet und ein Mob-Kill hat 25 gegeben, also. Ja, bei mir gibt jeder Lockblock, den ich abbaue, einen XP. Ja, das ist blöd, ne? Mhm. Das heißt, du hast immer so, keine Ahnung, 4 bis 5 XP pro Baum, ne? Von den kleinen. Mhm. Also bis zu 9 mit den großen Spawns, was gar nicht. Ich würde das übrigens immer vielleicht wegmachen, weil du hast da so einen Riesenbaum um dich rum, ne? Ja, und? Mach das Ganze mit Birken-Saplings. Hm. Das macht mehr Sinn. Oder, am meisten Sinn macht das, wenn du das machst mit, Dschungel-Saplings. Nee, die kann ich nicht abbauen. Nein? Oh, wir haben schon einen vollen, Eimer Pink Slime. Echt? Ui, cool. Das ging aber schnell. Jo, mal kurz. Hab ich hier mein Schwert, das ziemlich toll ist? Komm ich mal zu dir? Moment, ich brauche erstmal einen Eimer. Ich hab einen Eimer dabei. Okay. So, wo ist der pinke Slime? Unten. Da muss man ihn erstmal schön ausziften. Ausscoopen. Ausleeren. Ach, das liegt da einfach. Jo. Kann ich einfach aus dem Tank nehmen? Ich glaube. Einfach platzieren. Ja. So. Am besten hier irgendwo, wo auch was Platz ist. Das wird eine Source, oben. Ne? Das wird eine Source und die macht hier alles kaputt. Das wird keine Source, das wird zu einem Slime. Nein, die Source wird zu einem Slime. Okay, dann warten wir noch bis morgen früh. Oder wir gehen einfach hier hoch. Oder, ja. Mach das hier bei den. Hier, wo die ganzen Fackeln sind, genau. Ja, die kaputt gehen dann. Solange wir hier stehen, geht's aber, oder? Mach doch zumindest hier was drum. Zack, 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 zack. Eben. Und kurz warten. Geh da raus. Ich zweifle nämlich irgendwie, dass daraus ein Schleim wird, wenn da kein Platz außenrum ist. Jetzt. Ah, doch. Da ist hast du toll gemacht. Rausgekommen. Deswegen wollte ich da draufschlagen. Aber du bist ja mal wieder greedy. Nö. Doch, warst du. Du hast den Schleim ja auch mit den umbringen wollen. Ich war nur der Erste, der reagiert hat. Ich wollte gerade zu dem Zeitpunkt nachfragen, ob ich es tun soll. Damit man mich nicht wieder hasst wegen sowas. Ach so. Ja, ach so. Ja, egal, dann ziehen wir noch die anderen Monster hier rein. Meiner 30 ist schon wieder drin, also. Ja, eben. Kommt her, kommt alle her. Okay, so jetzt natürlich auch. Moment, der ist gleich fertig mit Ticken. So, jetzt. Die müssen natürlich im 3x3-Radius da drumherum sein. Einer ist schon gestorben. Jo. Da ist noch einer. Lol, Mini-Tommies schaffen es hier durch nebenbei. Jo. Und die hier kommen überall Zombies raus. Das hat nicht gut zugemacht, ne? Es ist gut genug. Sind wir wieder nur 230. Creeper. Hab ich gehört. Wir wollen einfach nicht folgen. Bäh.
Nun ja. Aber Redstone Energy Counter jetzt reichen locker, oder? Ja, besser geht nicht. Achso, ich dachte, es gäbe noch andere. Nö. Es gibt noch Redstone und Redstone. Achso, okay. So, Redstone Energy Conduits werden gemacht aus denen hier. Also die Empty Conduits, die werden, okay. Hier wird nochmal hartes Glas hergestellt. Achso, ich sehe es, okay. Mhm. Haben wir davon noch irgendwas da? Die Conduits oder so vielleicht? Nicht, dass ich wüsste. Was ja auch nicht geht, ist Conduits wieder auspumpen. Ja, wozu denn auch? Um Redstone in Redstone umzuwandeln. Ne, die werden komplett anders gebaut. Achso. So. Höher mache ich es jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Adept reicht. Achso, dann müsstest du jetzt wieder einen Platz frei haben. Mhm. Was hast du jetzt noch zugekriegt bei Adept? Haste. Und ein Modifier. Nice. Wo ist das Material sent you? Nee, ich weiß so ziemlich alles auswendig, wenn du mich fragst. Und das Clear Glass. Ich würde es trotzdem mal alles sehen. Ich würde dir raten, einen Necrotic Bone hinzupacken. Okay. Ich hab schon einen dabei. Komm raus. Ja, nee. Lass mich doch mal alles an. Wo ist denn das? Ganz hinten. Hä? Also das Buch selber, ich glaube, das habe ich verloren. Mhm. Beim Sterben. Necrotic Bone gibt dir halt Lifesteal, ne? Ja, das ist schon echt nicht schlecht. Ansonsten, was kriegst du denn noch? Sharpness kriegst du aus Netherquartz, Knockback mit einem Piston, Auto-Repair, wenn du das nicht schon hast, mit Moos, Bane of Azeroth mit Fermented Spider-Eyes, dann kriegst du Smite mit dieser komischen Zombie-Erde. Deswegen, wenn du nur einen frei hast, macht eigentlich, wenn du Knockback nicht brauchst, Lifesteal am meisten Sinn. Spawn uns gleich mal ein Wither-Skelett. Beziehungsweise einen richtigen Wither. Oh, nein! Ist der Arsch offen? Wieso? Spawnen wir uns gleich mal einen richtigen Wither? Hier bei uns auf dieser Map? Am Arsch. Nix da. Wir haben genug Obsidian, um den zu trappen. Der macht selbst Obsidian kaputt. Nicht, dass ich wüsste, zumal Mobgriefing aus ist. Trotzdem macht es kaputt. Der hat dieses... Ansonsten wird der Ender Dragon ja mit Mobgriefing auch nicht überall durchfliegen, tut er aber auch. Das ist der, wenn er Schaden kriegt, der Wither, dann macht er einen, so einen Roundhouse-Kick. Und der zerstört ein 3x3x3 Feld von Blöcken. Also ich egal, weiß, was dass es geht. Weil ich es auf deinem Server früher mal gemacht habe. Eben. Das war aber auch scheiß gefährlich. Und auf einer Skyblock-Map, ganz ehrlich, habe ich keine Lust, dass er mal aus... Dann machen wir es im Nether. Da habe ich aber keine Lust, alles wieder neu bauen zu müssen. Dann machen wir es ein Stück weiter weg im Nether. Dann machst du es aber auch alleine. Mhm. Meine Güte, ne. Viel Spaß. Ich sehe gerade, ich stehe gerade auf dem Slime-Baum und sehe gerade unser schönes Haus von oben, ne? Mhm. Das sieht aus wie eine angefangene Tetris-Map. Schau dir mal an, wenn du es so siehst, hat es schon wieder Stil. Hm. Noch Glas abgeben. Haben wir noch Elektrum? Da vielleicht. Naja, ist ja einfach zu machen. Electrum Ingot, doch, haben wir 10 Stück. Okay. Redstone. Wirklich überall Crafting Benches einfach.
Lieber zu viel als zu wenig. Ja, ich glaube, Necrotic Bone ist das Beste. Ja, ich weiß. Ja, ich wollte nur nochmal alles durchschauen. Du wolltest mir einfach nicht glauben. Schon nein. Klar. Dass ich dafür gehatet werde, dass ich mir meine eigene Meinung bilden will. Hallo? Geht's noch? Ja, hallo? Es geht noch. Hör auf, dir deine eigene Meinung bilden zu wollen. Bild dir deine Meinung. Ja, ja. So, ich habe 10 Stück, das heißt, ich brauche 5 Hardened Glass eigentlich. Aber da ich nur 4 machen kann, mache ich 6. Das heißt, ich brauche 3x18, 24 Pulverized Obsidian. So, 4 Pistons. Achso, da kann man auch nur einen Bone rauf tun. Ja, brauche ich. Lifesteal, gib dir mal ein Herz zurück. Für, pro Schlag. Ja, ich dachte, da stand nämlich im Buch per Bone, dass ja, ich da 10 Bones Upgrade, und dann... Also, wenn du einen weiteren Upgrade-Slot hast, frei, dann kannst du da einen weiteren Bone hinlegen. Oh, ist ja fies. Übrigens, ich sehe dich aus, als hätte deine Axt noch keine Krawatte an. Das war niedlich. In der Pfanne war das nett. Schau dir einfach mal dieses Schwert hier an. Schaut irgendwie komisch aus. Da ist ein. In der Mitte ist ein Pisten. Na, ach, ein Pisten ist das. Und was ist das Pinke? Das Pinke ist einfach nur der, wie heißt dieses Material? Das pinke Material. Alumite. Ja, das ist ein Alumite, ein Griff, Griffhalter. Und dann hast du noch Sharpness drum, oder wie? Sharpness oben drauf, anscheinend, ja. Das war aber. Warte mal kurz. Sharpness ist drauf, ja. Das war aber. Das hat aber das Teil selber gemacht, weil, Nether Quartz habe ich ja immer noch keins. Wir haben übrigens schon 14 Stacks Eis. Das ist schön. 4 Kupfer. Einfach so. Oh, hast du nichts generiert. Haben wir Obsidian-Generation? Ja. Neben der Smeltery. Und in welche Kiste geht das Obsidian? Gar keine, glaube ich. Hier neben der Smeltery. Ach, da oben irgendwo. Ja. Hier ist 64 davon. 64. Okay. Nehmen wir noch Clay oder Bricks in Ausrichtung. Also hier oben ist kein Obsidian-Produkt. Ach, da hier dran, ne? Ja, ein Stack Obsidian, okay. Brauche ich 24 von. Oder ne, kriegt man 2 raus, ne? Ist ja. Aus dem Pulverisieren. Ne, aus dem Pulverisieren so 8 raus, glaube ich. Glaube ich nicht. Also auf jeden Fall recht viel. Sehe ich ja jetzt gleich. Mhm. Ich fand mich immer der Meinung, es gibt verdammt wenig. 4, okay. Ja, genau dazwischen. Zwischen 2 und 4 ist nicht 8, zwischen 2 und 4 ist 6. Ja, aber zwischen 2 und 4 ist das nächste. 3. Sinnvolle Gerade. Hatten wir nicht mal massig an Glowstone? Nö. Immer mal wieder so ein bisschen. Davon abgesehen, im Nether ist Glowstone ganz in der Nähe. Aber ich hatte uns vor, so Herz-Upgrades zu machen. Aber gut, wenn wir so wenig Glowstone haben. Ja, Glowstone ist ganz in der Nähe. Guck mal, im Haus vielleicht sind da noch Blöcke. Wir haben doch noch 10 paar, Stacks. Wo denn? Bei den Barrels. Ja. Okay, ich mach uns mal ein paar Herzen. Wäre nett. Nice, du brauchst also insgesamt 40 Herzen zu machen, ne? Von den roten Containern. Nee, die roten mache ich nicht, die sind zu teuer, da braucht man 4 Dias pro Herz. Ich mach ja, eben. Die gelben. Ja, die hallo? Gelben, die gelben sind am billigsten. Braucht man nur ein bisschen Invar. Die klappen bei mir aber leider nicht. Ja, pack's halt nochmal rein und dann... Die Sache sich zwischendurch auch mal. Ja. Haben Markus? Ja. Nimm du mal das Herz und sag mir, ob das noch läuft, ob das bei dir funktioniert. Nimm mein Herz! Bitte! Ja. Ja. Gut, dann, gib wieder her, dann zieh ich das einfach später nochmal an. Dann klappt das bei mir einfach gerade nicht. Oder du behältst es, wenn es mir wirklich klappt. Du musst vollgefressen sein, damit es dir hochhielst. Ich bin schon längst vollgefressen. Ich hab das ja schon seit einer halben Stunde drin und es passiert nichts mehr.
Vorher hatte ich das gelbe Herz ja noch, aber jetzt gerade nicht. Inver haben wir nicht mehr fertig, oder? Ich glaube kaum. Inver haben mich die ganze Zeit verwendet. Eben, brauche ich selber. Ist ja nicht schwer zu machen. Ein Pulverized LED. Oder nur normales LED geht auch, haben wir gelernt. Brauche ich dann 1. 2. So, noch irgendwas für die Planter. Plastik. 3. Pulverizer brauchst du gerade nicht, ne? Praktisch. So. Action-Smelter. Ach, du hast noch Hardenglass, sag das doch. Hatten wir nicht mal ganz viel Gummi? So. Keine Ahnung. Ach so. Ja, genau. In irgendeiner Chest. Im Haus. Ja, hab's gefunden. Wir nehmen eigentlich schon auf. Bin über 3 Stunden. Naja, gut. Ausblenden. So. Da hätten wir wieder ein paar Herzchen. Herzchen? Wie viel für jeden? Jeder kriegt 1. Okay. Ja, wenn wir mehr Miniature Red Hearts hätten, dann könnte ich mehr machen. Wo seid ihr? Hier. Da, du kriegst 1. Kriegst einfach bei mir in die Mitte, also in die Strongbox oder so. Ajo. Ich bin hier gerade am Hantieren. Versuch's. Da ist er ja. Jo. Hier. Nice, jetzt habe ich 2 extra Herzen. Ja, toll. Ja, leckt in das Strongbox. Dankeschön. Bei mir ändert sich dagegen momentan nichts. Bezahlweise. Und bei mir schon. Selbst wenn ich es rausnehme, bleiben die, bleibt das da noch. Komisch. Mir die Buckets, okay. Und lass mich raten, ich brauche doch garantiert wieder Maschinenframes, genau.